Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Mein Name ist Sanchez Costa und ich melde mich vom Solarguru in Hamburg. Es geht um das Thema Solaranlagen, Herr Budinov. Wir möchten Ihnen drei unverbindliche Angebote bezüglich einer Solaranlage machen. Sind Sie Eigentum einer Immobilie? Ja, natürlich. Das ist für die Taubenabwehr, ne? Bitte? Für die Taubenabwehr? Nee, es geht um das Thema Solaranlagen, Herr Budinov. Ja, natürlich. Das muss ja betrieben werden auch alles, ne? Genau. Okay, wir haben die Möglichkeit, Sie von bis zu drei Fachfirmen von Ihrer Region weiterzuleiten und die könnten Ihnen eventuell bis zu drei unverbindliche Angebote machen. Wohin denn? Es gibt eine Förderung von der Bundesregierung bis zu 10.200 Euro für eine Solaranlage und Stromspeicher. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mitbekommen haben. Nein. Also wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich die Angebote reinzuholen, jetzt wo die Förderung noch läuft. Ich bräuchte von Ihnen zwei kurze Minuten. Das sind ein paar Fragen, die das Gebäude betreffen. Ja, das ist ziemlich kurz, aber das dürfte Sie ja eigentlich nicht kümmern, oder? Bitte? Ich habe Sie jetzt akustisch nicht verstanden. Der ist nicht so lang, wenn er hart ist, aber das hat ja mit dem Thema nichts zu tun. Ja, besteht kein Interesse von Ihrer Seite? Na doch, aber okay. Die Frage müssen Sie ja nicht wissen, wie lange er ist, oder? Mhm. Okay. Oder? Sie sind Eigentum einer Immobilie? Mehrere, ne? Mhm. Okay. Sie auch? Nein, ich nicht eigentlich. Ach so. Ich bin in der Mitte. Sie sind Dimitri? Nein, ich bin Sanchez Costa, wie gesagt. So, Sie haben gerade gesagt, Sie sind Dimitri, als ich Sie gefragt habe, aber nein, ist egal. Ich habe gesagt, ich bin kein Eigentum. Ach so. Okay, und Herr Putinov, wie ist die Art der Immobilie? Ist das ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus? Na, das ist ja im Prinzip so ein altes Krankenhausgelände aus dem 16. Jahrhundert. Ne? Das steht ja unter Artenschutz. Okay, vielleicht steht das nicht unter Denkmalschutz? Vielleicht? Nee, sagen wir die Tiere, die da leben, alle halt, ne? Aber nicht das Gebäude. Weil ich habe da ja einen Nordhalbpark angesiedelt. Ach so, okay. Die leben okay, da jetzt, ne? Weil die Menschen, die da gewohnt haben, die mochte ich nicht. Das waren alles so komische Ärzte und immer klagende Patienten. Oh, mir geht's so schlecht. Dann habe ich die alle rausgeworfen und wir haben da asiatische Kurzkrallenotter angesiedelt. Inzwischen sind da 16 Familien, die da leben. Okay, also ist das ein Mehrfamilienhaus, ne? Ja, schon, ne? Mehrfamilienhaus. Und wie groß ist die Dachfläche so ungefähr? So ein Fußballfeld ungefähr. Bitte? Ein Fußballfeld ungefähr. Das ist ein altes Krankenhaus. Ach so, okay. Da ist das 83 Meter, falls Sie die Höhe brauchen. Ich brauche die Quadratmeter so ungefähr. Wie wollen wir das denn am besten machen? Also 16 Pi ist ungefähr die Quadratmeteranzahl. Okay, die Hausadresse, ist das die an der Bilddeiche 76? Ist das richtig? Nee, das ist ja meine Hausanschrift. Das ist ja im Prinzip die Postleitzahl 91448. 91448. 448, okay. Und die Hausadresse? Das ist Altschauerberg Nummer 8. Altschauer. Altschauerberg 8. Altschauerberg 8. Okay. Ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, wie wir das Gelände umgestalten, ne? Aber vielleicht haben Sie da ja, sagen wir mal, eine Möglichkeit. Weiß nicht, kann man Solar auch unterirdisch anbringen? Unterirdisch? Nein, ja. Da kommt keine Sonne drauf. Ne? Deshalb, ich dachte, so mit Erdwärme könnte man da vielleicht arbeiten, weil wir haben hier in Emskirchen ja einen alten Vulkan unten drunter. Haben Sie sowas auch, so Geothermie im Prinzip? Hallo? Mädel?
Hallo. Hallo? Da ist er, hören? Da ist er ja wieder. Hallo? Ja. Jetzt hat er sich eingebuddelt. Ich tue jetzt die Dachfläche messen, ganz kurz hier am Putinhof. Wie machen Sie das denn? In der Altschauer Berg 8, ne? Ach, wollen Sie heute vorbeikommen? Dann muss ich da erst hinfahren. Nein, ich mache das per Google Maps. Also Sie schauen jetzt nach Altschauer Berg 8. Da gucke ich da auch mal rein. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Die Dachfläche tue ich jetzt kurz messen für Sie, ne? Das dauert nicht lange, ne? Also drucken Sie das dann aus oder wie machen Sie das? Nee, ausdrücken tue ich das nicht. Bloß eintragen, also notieren. Ne? Ach so. Okay? Ja. Und kurz Moment bitte, ja? Weil das ist ja im Prinzip, wenn man jetzt Google Maps aufruft, ist ja im Prinzip direkt anliegend an Altschauerberg tatsächlich immer noch die Drachenstraße eingetragen. Drachenstraße? Nein. Ja, die ist da anliegend im Prinzip. Mhm. Ja. Okay, Moment einmal. Ich habe Zeit. Okay, danke. Ich habe meine ganzen, meine, ich bin ja jetzt keine Person des öffentlichen Lebens mehr. Ich habe ja alles gelöscht, ne? Ach, wunderbar. Deswegen kann ich mir ja die Zeit nehmen, ne? Jetzt einfach mal am Telefon rumwinklern. Das muss ja auch jemand machen. Und Sie haben gesagt, die Postleitzahl ist die 91448, ne? Ganz also, genau. Okay. Wann sind Sie denn da? Dann würde ich Kaffee machen. Ich komme jetzt nicht persönlich vorbei. Die Kollegen werden Sie in den kommenden Tagen kontaktieren. Also ich bin jetzt in den nächsten Tagen vor Ort. Die können da eigentlich gleich hinkommen. Sie werden die anrufen und Sie werden auch das schriftlich bekommen. Ach so. Per E-Mail, ne? Also für meinen, ich habe ja, sagen wir mal, auch noch meinen Vater, ne? Der sucht ja vielleicht auch noch. So ist der Rudi, kennen Sie den? Nein. Rudi aus Buddeln? Kennen Sie nicht, ne? Ne, kenne ich nicht. Ja sein können. Also, er und seine Freundin aus Denken, die wollen ja bauen demnächst, ne? Und vielleicht ist das da ja auch so. Haben Sie denn Geothermie auch oder ist es nur Solar? Wir könnten ein Angebot für eine Wärmepumpe machen. Ja, also für das, weil wir wollen ja im Prinzip auch so ein japanisches Badezimmer einrichten. Und dann wäre das, sag mal, so ein heißes Onsen-Wasser natürlich schon gut, ne? Ich sag mal, hier würden natürlich gemäß der KfD keine, sagen wir mal, Kleidungsregeln gelten, aber so ein bisschen Badewasser wäre schon gut, wenn das warm ist, ne? Okay, eine kurze Frage, Herr Putinow. Ja? Ich habe jetzt die Drachenstraße gefunden. Ja. Sie haben gesagt, das ist die Altschauer Berg 8, ne? Ganz genau. Okay. Sind gleich soweit. Wie messen Sie das denn? Haben Sie da, sagen wir mal, Google Maps. Ja, aber wie machen Sie das dann? Ich gehe da rein in die Karten und. Da mache ich rechten Mausklick auf den Dach drauf, ne? Aha. Und da erscheint so ein Menü, kommt drauf und da steht Entfernung messen, ne? Und da tun wir das messen. Das okay, ja, Sie liegen ungefähr bei 95 Quadratmeter. Hier, ja. Ach so. Mhm. Ist das gut? Ja, das ist sehr gut, okay. Und die Dachform, ist das ein Satteldach, ein Pultdach oder ein Fahrrad? Nee, das Pferd ist gestorben, Sattel haben wir hier nicht mehr. Der Blue ist verhungert. Okay, das schaut aus wie ein Satteldach, ne? Ich weiß nicht, ne? also die Scheune steht leer. Okay, und was für eine Dachentdeckung haben Sie? Sind das Dachziegel? Ja, da sind Dachziegen drauf. Und da haben wir auch diverse hier. Das sind indische Bergziegen. Mhm. Möchten Sie einen Angebotsvergleich zu Kauf und Miete? Nee, das Haus gehört mir, das brauche ich nicht kaufen. Ne, ich meine jetzt für die Solaranlagen. Was ist denn da der Unterschied? Ja, Sie können also entweder kaufen oder verpachten.
ob sie einen Angebotsvergleich zu... Ja, schon mein Dach wollte ich nicht verkaufen. Wenn sich da mal einer entscheidet, das dann mitzunehmen, dann habe ich ein Problem. Ich meine jetzt die Solaranlagen und das Dach, ne? Also es kommt auf den Preis an, ne? Was haben Sie denn anzubieten? Also, ne? Ich habe ja eine 2-Millionen-Marke. Das muss schon ein gutes Angebot sein. Okay, da könnten die Experten weiterhelfen. Ja. Die werden Sie, wie gesagt, in den kommenden Tagen kontaktieren. Okay? Und alle Fragen, die Sie haben, die werden Ihnen die Experten beantworten. Okay. Weil ich würde ja auch anbieten, vielleicht können Sie das mit aufschreiben, weil ich habe ja viel, sag ich mal, auch Fanbesuch vor Ort und ich mache so 3-4 Mal im Quartal mache ich so einen großen Posterverkauf bei mir auf dem Hof und ich würde die Anlage ja quasi auf den Postern auch, sag ich mal, mit abbilden. Da würde ich ja quasi nochmal Werbung machen. Okay, also... Und ich habe... Also ja, bitte? Also ist beides interessant für Sie, ne? Ja, das ist beides interessant. Und vielleicht können wir ja, ich habe einen Ford Ranger, ne? Der steht jetzt gerade in der Scheune, wo das verhungerte Pferd mal drin war. Der hat ein großes Dach und das ist ein Elektroauto. Können wir da auch was obendrauf bauen? Für das Elektroauto, ja, da könnten die Experten, wie gesagt, alle Fragen, die Sie haben, werden Ihnen die Experten beantworten. Wie heißen die denn? Das ist aber nicht regenbogenscharf, oder? Ja. Weil der trollt mich immer ganz böse. Okay, und eine kurze letzte Frage, Herr Putinow. Wenn für Sie ein passendes Angebot dabei wäre, wann soll das Projekt umgesetzt werden? So schnell es geht? 1 bis 3 Monate oder 4 bis 6 Monate? Ich weiß ja nicht, wie lange die brauchen. Ist ja überall Fachkräftemangel, ne? Und die Schiffe kommen ja nicht durch, ne? Weil da ja im Oga-Kanal ist ja die ganzen Hundehaufen liegen. Das ist ja hier nicht einfach. Okay. Sind Sie denn so schnell? Ja. Ja? Wie wäre es denn lieber? Also 1 bis 3 Monate, 4 bis 6 Monate oder? Ist das denn wie viel Leistung erzeugt das denn? Okay. Können Sie mir das sagen? Ja, wie gesagt, Sie werden von den Kollegen kontaktiert werden und die werden Ihnen alles dann erklären, in den kommenden Tagen. Okay? Oh, können wir das heute machen? Weil ich bin jetzt die nächsten Tage, bin ich ja im Untergrund, ne? Ich möchte wissen, wenn für Sie ein passendes Angebot dabei wäre, wann das Projekt umgesetzt werden soll. Naja, das kommt aufs Angebot an, weil ich möchte das schon gerne möglichst schnell machen. Weil wenn das eine starke Anlage ist, dann kann ich damit ja meine Kamera, die Axtwurfmaschine und sagen wir, das Verkehrsregister und alles betreiben. Und ich bin ja auch am Überlegen, einen Elektrozaun halt einzurichten. Okay. Okay, ich habe jetzt hier eine E-Mail-Adresse von Ihnen, Herr Putinow. Das ist die hansmaulwurf1946@gmail.com. Ist die aktuell? Nee, das ist 1945. 1945. Ja. Und warum nennen Sie mich eigentlich die ganze Zeit Putinow? Mein Name ist Winkler. Oh, Entschuldigung, Winkler. Rainer Winkler, Rainer mit AI, ganz wichtig. Rainer... Also Vorname Rainer und Nachname Winkler, ja. Winkler, okay. Ich bin der Bua vom Rudi. Wunderbar. Und die Hausadresse ist die Altschauerberg 8, haben Sie gesagt? Altschauerberg 8, 91448 Emskirchen. Wunderbar, okay. Und haben Sie auch gleich eine Handynummer, wo Sie erreichbar sind? Nee, das ist nur das hier. Das Handy haben die Hater kaputt gemacht. Da wollte ich mich mit einem Bärchen am Bahnhof treffen. Das ist aber eine Falle gewesen. Dann haben die Cola und Mehl über mich drüber geschüttet. Okay. Ihr Geburtsdatum, Herr Winkler? Bitte? Ihr Geburtstag. Ist der 8. Mai 45. 45, wunderbar. Okay, vielen Dank, Herr Winkler. Da haben wir schon alles, was die Kollegen für ein konkretes Angebot benötigen. Ja, Sie erhalten in den kommenden Tagen 3 Anrufe von 3 unterschiedlichen Photovoltaikexperten, die Ihnen 3 Angebote unterbreiten werden. Sie haben dann die Möglichkeit, das für Sie passende Angebot auszuwählen. Okay? Mädel. Können Sie einmal Mädel für mich sagen, so für Dokumentationszwecke? Bitte? Können Sie einmal Mädel sagen? Melden. Mädel. Mädel.
Metal, genau, weil wir sind ja, das Haus steht ja in Metal-Franken, ne? Da ist es wichtig, dass man richtig grüßt. Also wenn die Leute rauskommen oder anrufen, man begrüßt sich hier nicht mit guten Tag oder Moin Moin oder Mong Mong, sondern man sagt Metal-Leute. Metal. Metal, okay, genau. Okay. Dann wissen gleich alle, dass das ist quasi auch ein Passwort, ne? Alles gut, okay. Jo. Traumhaft. Metal. Metal. Ja, da bedanken wir uns für das nette Gespräch. Ne? Wünsche, dass ein passendes Angebot für Sie dabei sein wird. Ne? Ja, dann Metal off, ne? Dankeschön. Metal und einen schönen Tag weiterhin. Ja. Dito, wiederhören. Tschüss, wieder Metal. Hören. Ciao. Tschüssi. Metal. Oh nein, Alter. Oh, Ruhe in Frieden, Rudi.